Also unser erster Wettkampf war der World Cup in Miami. Da waren wir fast den ganzen Januar drüben. Und es war echt super schön, es war mega warm und war ein super Erlebnis und haben viel gelernt. Dann haben wir die Eurocup-Serie hat Ende März angefangen mit dem Eurocup in Palma. Und jetzt vor kurzem sind wir aus hier vom World Cup zurückgekommen. Ja, und jetzt bereiten wir uns hier, haben jetzt eine lange Trainingsperiode erstmal vor uns. Als nächster Wettkampf steht dann die Kieler Woche an im Juni. Und natürlich bereiten wir uns hier auch schon für die Weltmeisterschaft in Aarhus vor, wo wir wahrscheinlich auch relativ ähnliche Bedingungen haben werden. Und in zwei Wochen sind wir auch mal eine Woche vor Ort in Aarhus und testen das Revier mal. 13, 12, 11, 10, 9 und direkt losfahren, Jakob und Andi. 6, 5, gut, schön, noch Unterhaltsspeed aufnehmen, sauber. 3, 2, 1. Gut. Also wir sind heute den ersten Tag wieder hier in Kiel am Trainieren und wir waren heute Vormittag schon draußen, da sind wir ein paar Rennen gefahren mit den anderen Jungs, die hatten jetzt heute Nachmittag leider keine Zeit mehr und jetzt haben wir eine kurze Mittagspause gemacht und jetzt Nachmittag arbeiten wir ein bisschen an unserem Manöver, sind schon einige Wänden hochgefahren und ein paar Halsen runter. Ja, und freue mich dann drauf, wenn das auch mal abgehakt ist.